Ich habe jetzt schon mal das Ölsieb montiert und auch die, diese Einheit hier mit dem Öldruckbegrenzer. Und die Dichtung lasse ich auch noch raus hier. Ich mache jetzt einfach mal übergangsweise ohne Dichtung, ohne die große Dichtung, den Deckel drauf, damit ich den Motor weiter bewegen kann. Denn bis er seine endgültige Position bekommt, das heißt also, bis er eingebaut wird, dauert ja noch eine ganze Weile. Denn ich will ja auch den Rahmen noch bauen. Den Motor mache ich ja jetzt nur, damit der schon mal gemacht ist. Und deswegen, oh, das ist der falsche, mache ich jetzt einfach mal nur ein paar Schräubchen da rein, damit der von unten her geschützt ist. Er soll ja auch am Ende noch lackiert werden, er soll ja schwarz werden. Das ist aber eine Arbeit, die machen wir halt eben später. Jetzt muss ich ihn einfach mal komplettieren. So, jetzt habe ich hier zwei Schräubchen drauf, dann ist er schon mal sicher. Ich mache jetzt hier die Ölablassschraube noch dabei. So passt das auf jeden Fall. Dann kann ich den Motor beruhigt umdrehen und auch mich um den Zylinder, Zylinderkopf, Kolben und so weiter kümmern. Und das machen wir jetzt als nächstes. So, jetzt kümmern wir uns mal um diesen Teil. Jetzt mache ich mal eine Funktionsprobe. Einfach mal, jetzt wo alle Schrauben festgezogen sind, muss man natürlich für Leichtgängigkeit sorgen. Das geht ja hier wunderbar. Genau. Da haben wir also nichts zu befürchten. Aus jetziger Sicht funktioniert mal alles. So, also ich stecke erstmal die ganzen Innereien ab, dass da kein Schmodder reinfällt. Aber so viel ist ja nicht mehr zu erwarten. Deswegen passt das schon. Da fällt mir die Geschichte ein vor ein paar Jahren, oder vor ein paar Jahren ist gut. Vor vielen Jahren hat ein Bekannter von mir an einem Motorrad, ich glaube, das war eine 750er Honda, eine alte 750er Honda F1, die ich mal hatte, Ventilschaftdichtungen neu gemacht. Und dazu wurde der Motor ausgebaut, weil noch verschiedene andere Sachen gemacht werden mussten. Und der Motor wurde dann, nachdem er repariert war, zwischengelagert bei dem Kollegen in der Werkstatt, unter der Werkbank. Und er hatte einen kleinen Sohn. Der hatte immer die Eigenschaft, in irgendwelche Löcher irgendwelche Gegenstände zu stecken. Und darunter waren auch die Einlasskanäle von der 750er Honda. Und wir hatten da einen Lappen drunter gemacht. Und er hatte aber oben drüber schnell nochmal eben ein paar M6er Mütterchen gesteckt. Zum Glück haben wir das beim Rausziehen gesehen. Und es ist kein großer Motorschaden entstanden. Also so kann es gehen. Also... Man kann nicht blöd genug denken. Manchmal ist es wirklich schon verrückt. So, jetzt nehme ich mal noch die Gummidichtung oder die ehemaligen Gummidichtungen. Die sind nämlich mittlerweile so hart, dass man sie gar nicht mehr als Gummi erkennen kann, denn eher wie Plastik. Die nehme ich jetzt nochmal raus, aber wirklich ganz hart. So, genau. Jetzt hier unten drunter auch noch ein bisschen sauber machen.
Adresse auch noch an. Da werden sich meine Nachbarn bedanken. Ich musste die Kurbelwelle noch mal drehen, deswegen habe ich die Lappen noch mal rausgeholt. Also bei den Splinten hier bzw. bei den Federringen muss man sehr vorsichtig sein, dass sie nicht wegfliegen. Das ist sehr schnell passiert und ich will hoffen, dass mir das gerade jetzt hier nicht passiert. Da ist einer. So, Kolbenbolzen. Na, komm raus hier. Auch hier kommt jetzt ein bisschen von dem Gleitfett drauf. So, hier mache ich auch noch einen Spritzer rein und dann beim Eindrehen bzw. beim Einsetzen drehe ich den Kolbenbolzen, dass er das Fett schon gleichmäßig verteilt. Ach ja, so kann es nicht gehen. So, der geht auf jeden Fall schmatzend da rein. Sehr gut. Kolbenbolzen nicht vergessen. Ach Quatsch, Sicherungsring nicht vergessen. Immer ein gefährlicher Moment. Ich hätte besser von außen den äußeren entfernt. Ich muss mal hier das Loch noch zustopfen, sonst fuchtel ich nämlich nachher noch mit einem Magneten hier rein und versuche dieses Ding wieder zu kriegen. Naja, zum Glück ist die Ölwanne noch nicht endgültig montiert. Da kann man zur Not noch mal eben dran kommen. So, der nächste Kolben. Muss ich natürlich ein bisschen zusätzliche Schmierung sorgen. Das war's. Jetzt drehe ich die Kurbelwelle mal ein bisschen weiter, damit die anderen Pleuel hochkommen.
der hat mal geschnackelt. Der dritte sitzt auch in Position. Jetzt noch einer. Auch hier muss man darauf achten, hier ist die Einlassseite, dass also immer der Kolben in richtig rum eingebaut wird. So, jetzt haben wir. So, dieses Gleitöl mache ich auch gleichzeitig hier oben auf die Kolbenringe drauf, damit die sich besser einsetzen lassen. Auch wenn es nachher qualmt, wenn man das Motorrad das erste Mal startet und das ganze Zeug hier verbrennt. Die Kolbenringe lege ich nachher noch in die richtige Position. Aber im Moment schmiere ich sie erstmal ein. Man kann das auch mit Motorenöl machen, aber Motorenöl läuft dann immer sehr schnell runter und dieses Gleitmittel hier haftet also wesentlich besser. Und ich hoffe, dass wenn ich die Zylinder aufsetze, auch gut da reinflutscht. So, dann sind die Reste auch drin. Die Schlitze der Kolbenringe hier sollten natürlich nicht übereinander stehen, ansonsten kann da die Kompression auch gerade durch entweichen, deswegen muss man die immer versetzen. Als nächstes muss ich hier noch ein bisschen Dichtmittel einbringen. Hier ist noch eine Ecke, wo ein bisschen Dichtmittel rein muss. Und auf der anderen Seite auch. Die Gummiringe habe ich schon erneuert, die hier auf den inneren Stehbolzen sitzen, 4 Stück. Da ist auch eine Aussparung in der Fußdichtung. So, und die setze ich jetzt gleich mal drüber, um mal zu gucken, wie es aussieht. Aber erst mache ich jetzt hier gerade mal einen kleinen Punkt Schmiermittel rein. Ach Quatsch, Dichtmittel rein. Übrigens der kleine Trick mit dem Dichtmittel, sollte die Tube nicht leer werden, was natürlich bei der kleinen Menge wahrscheinlich ist. Dann dreht man einfach hier oben eine Schraube rein, um den Zugang zum Sauerstoff zu verschließen. Dann halten sich die Dosen
beziehungsweise die Tuben wesentlich länger. Hier haben wir noch zwei Passfedern. Muss ich mal gerade gucken, ob die noch im Zylinder stecken oder ob ich sie rausgenommen habe. So, jetzt muss ich die Steuerkette noch mit einem Draht sichern, dass ich die jetzt nach oben durchziehen kann, und dann machen wir schnell noch den Zylinder drauf. Okay, müsste alles passen.